Die Mädels rund um die drei Ausrufezeichen machen ab dem 25. Juli unsere Kinos unsicher. Gespielt werden die Nachwuchsermittlerinnen von Lilly Lacher, Alexandra Petzschmann und Paula Renzler. Im Film gehen die Schülerinnen einem vermeintlichen Poltergeist auf die Schliche. Obwohl die Hauptdarstellerinnen zwar schon wie alte Hasen im Filmgeschäft wirken, haben sie kaum oder sogar gar keine Schauspielerfahrung. Auf der Premiere des Films verrieten die Mädels, wie sie Tipps bei ihren erfahrenen Kollegen abstauben konnten. Es war mein erster Dreh. Ich habe bei den anderen geguckt, wie die so spielen und so. War ein großes Vorbild für mich. Ja. Ja, auch. Wir schließen uns ja. Beim Casting haben die drei trotz ihrer wenigen Erfahrung jedoch überzeugt. Und schon hier spürte man, dass die Chemie zwischen den Jungschauspielerinnen einfach stimmte, wie Lilly verriet. Es war total witzig, ein Satz. Also, wir mussten so am Ende so ein bisschen improvisieren, an so eine Szene angebaut. Und dann war es so, dann haben Paul und ich einfach gleichzeitig eine Sache gesagt. Und das war irgendwie so, so richtig krass. Das war so. Wir haben sofort Nummern dann ausgetauscht. Ja, auch beim Casting schon. Ja, genau. Und obwohl die Dreharbeiten bereits beendet sind, halten die Girls noch Kontakt, wie das Trio weiter ausplaudert. Und zwar mit den üblichen Hilfsmitteln für Fernfreundschaften. Videochat, WhatsApp und WhatsApp. Wir treffen uns leider nicht so viel, aber wir telefonieren viel. Also wir versuchen Kontakt zu halten. Ja. Wie süß! Ab dem 25. Juli könnt ihr euch von der tollen Chemie zwischen Alexandra, Lilly und Paula dann in die drei Ausrufezeichen im Kino überzeugen. Die drei Ausrufezeichen sind unschlagbar!